Hallo Five-Fans, ich bin's hier, Max, hier von Grand Pound TV und ich stehe hier mit zwei Teilnehmern beim K1-Turnier, das am 2.7. hier in Riyadh Rumble stattfinden wird. Und einmal steht neben mir hier der Murat. Hi Murat, alles klar bei dir? Jo, soweit alles in Ordnung. Und der Fadi. Hallo, alles bestens. Ja, und das Interessante bei euch beiden ist ja, dass ihr beide aus demselben Kampfstall kommt. Ihr seid beide Fight-Launch-Kämpfer und nehmt beide auch an diesem Vier-Mann-Turnier teil. Wie ist denn das für euch? Ich meine, in der ersten Runde habt ihr noch unterschiedliche Gegner, aber im Kampfverlauf könnte es ja sein, dass ihr aufeinander trefft. Das ist für mich eigentlich kein Problem, weil wenn wir Sparring machen, wir kämpfen eher gegeneinander. Also ich meine, im Ring ist Ring und außerhalb sind wir wieder Freunde. Also du sagst dann, für die Zeit, wo ihr im Ring steht, ne, ist Business. Ist Business. Das geht vor. Ja. Und wie siehst du das, Murat? Ja, ich sehe es das gleiche wie Fadi und auf jeden Fall, weil die Zuschauer kommen hin und im Endeffekt wollen die halt Thai-Boxen der Spitzenklasse sehen und die wollen ja auch harte Kämpfe sehen und nicht Showkämpfe und so, weil nur, dass wir gleiche Team kommen, heißt das ja nicht, dass wir gegeneinander kämpfen sollen, weil ich sehe es genauso wie er, im Ring ist Business und außerhalb sind wir wieder beste. Sobald der Gong schlägt, sind wir wieder beste Freunde. Also halt, also solange ihr im Ring seid, haut ihr euch und nehmt da keine Rücksicht aufeinander, aber danach geht ihr noch ein Bierchen zusammen trinken. Ja, so sieht's aus. Aber das Bier machen wir mit Ausgleich mit einem Cola. Natürlich. Also Kampf ist Kampf und nach dem Ring ist wieder Freunde und wir gehen zusammen feiern. Ja, ich denke ja auch von wegen, es geht ja auch um Titel. Also ihr werdet ja auch dann Sultan von Riyadh und ich habe eben auch gehört von wegen, dass auch dieser Titel, der wird ja auch, also dann das Jahr gehalten und der muss dann auch nächstes Jahr für ihr verteidigt werden. Und wenn es um Titel geht, ich meine, da kann man auch mal Freundschaft mal kurz einen Moment auf Seite schieben. Genau, das finde ich auch so. Also Freundschaft ist Freundschaft und Kampf ist Kampf und es geht alles um Titel und jeder wird kämpfen, um Titel zu holen und dafür kriegen wir auch ein paar Punkte mehr. Ja. Und was sagt ihr eigentlich hier zu der Location? Weil es ist ja Wahnsinn irgendwie. Es ist ja hier, rechts ist Wasser, links ist Wasser. Wir sind so ein bisschen auf einer Insel, Open Air. Ist außergewöhnlich, ist das erste Mal draußen zu kämpfen, aber heute trainieren wir heute ein bisschen hier. Ist super Gefühl, ist super unter der Sonne, ganz anders, also macht voll Spaß. Ich hoffe nur, Samstag wird ein bisschen kühler und nicht so warm. Ja, das hoffen wir, ne? Murat, wie ist denn das für dich, Open Air und hier so eine Location? Ja, ist wie gesagt außergewöhnlich. Die Sonne, also darf man nicht mehr schätzen. Nur weil wir jetzt draußen machen, heißt das nicht, dass es nicht anstrengender als Halle ist, weil die Sonne sticht schon sehr zu. Und ich würde sagen, also das ist schon vergleichbar mit einer Halle. Also wir schwitzen auf jeden Fall hier richtig. Mhm. Ja, wie gesagt, wir haben heute mal ein bisschen geguckt, wie die Seile sind. Ist ja ein gutes Gefühl, wenn man schon mal im Ring war vor dem Kampf, hat man ein bisschen den Ausblick, wie das wird halt. Ne? Mhm. Ja, und ich bin überzeugt, dass es ein Top-Gala wird mit Top-Kämpfen und ist wie gesagt ein Top-Location hier. Ich hoffe, die Zuschauer werden auch so begeistert sein, wie ich es sein werde. Mhm. Und ja, hoffen wir das Beste. Ne? Möge der Bessere gewinnen. Ja, nee, das ist ein super Schluss. Eins sage ich nochmal, zu Zuschauer sollen die vorbeikommen, sonst verpassen sie wirklich viel. Ja. Und so Gelegenheit haben die nur einmal im Leben. Da kann ich euch beiden nur richtig zustimmen. Also von wegen, möge der Bessere bei euch beiden gewinnen. Und von wegen, super Event halt und kommt vorbei.